Hallihallo, Halopsasa. Es ist mal wieder soweit. Ein neues Kreuzworträtsel. Und ich muss gleich mal vorneweg sagen: Erstens mal, Winter ist vorbei. Nein, Weihnachten ist zumindest vorbei mittlerweile so. Die Bescherung ist da. Der Schnee ist geschmolzen. Jetzt kann man wieder in den Ernst des Lebens gehen. Und die zweite Sache, die ich erzählen wollte, war, ich habe gerade schon eine Aufnahme gemacht und bei der ist der Ton etwas leise gewesen. Vermutlich war der das sogar schon bei der letzten Aufnahme ein wenig. Und mir ist das jetzt erst aufgefallen leider. Und ausnahmsweise wird das hier mal eine Folge, bei der ich einfach nur das Rätsel noch einmal mache, obwohl ich es schon mal gemacht habe. Ich möchte das vorneweg sagen, weil das ist schlecht. Ganz schlecht. Aber mal gucken, vielleicht kriege ich es auch nicht zusammen, gewisse Worte, und verhaspel mich noch irgendwo. Aber in dem Fall, das war die Route, die gute. Vielleicht kann ich auch ein bisschen mehr dazu erzählen. Oh, das war, was war denn nochmal? Fokus in der Medizin. Ach, boah, da bin ich ewig nicht drauf gekommen. Herd. Das meinten die damit. Also sowas wie der Entzündungsherd oder was auch immer. Defibrillator wusste ich tatsächlich schon am Anfang. Das ist der Defi. Habe ich gestern erst wieder gehört, das Wort. Europäische Arzneibehörde. Interessanterweise nicht EAB oder sowas, sondern EAA war es nicht. Ach nee, EMA. Den gleichen Fehler habe ich vorhin gemacht. Also wenigstens ändert sich hier nicht großartig was an der Folge. Nur, dass ich hier Tinder eintrage. Nein. Das war der Tender. Love me tender. Love me sweet. Und die griechische Insel war Kreta. Oh, jetzt hätte ich richtig Bock auf Kreta-Kartoffeln. Das hier war eine Tülle. Habe ich vorher mehr Buchstaben für gebraucht? Markteinführung ist der Release? Ja. Ausruf des Erstaunens. Aha. Aha. Das hätte ich ja nicht gedacht. Nee, die Biene war das erste Wort, glaube ich, was ich bei der anderen Aufnahme eingetragen habe. Das war die Imme. Die ist immer gut drauf. Persönliches Fürwort war, ich glaube, erst habe ich eure eingetragen und dann war es ihre. Diesmal weiß ich das, weil ich es halt schon mal gemacht habe. Und ich dachte mir, nee, die andere Aufnahme kann ich euch nicht zumuten. Das war Titi, das habe ich mir gemerkt. Wusste ich vorher nicht so richtig. Das Trinkgefäß war der Humpen, das wusste ich. Netzhaut des Auges war die Retina. Und dazu habe ich gesagt, die Regenbogenhaut nennt man auch Iris. Das waren zwei Sachen, die ich über irgendwie so eine Art Quiz damals in der Grundschule rausgefunden habe. So, Enter, Remscheid, RS. Asiatische Hauptstadt, tatsächlich Tokio, und ich habe mich wieder dazu verleiten lassen, das mit I zu schreiben, aber mit Y ist es hier gemeint. Ja, man möge bei einem deutschen Kreuzworträtsel eigentlich eher denken, dass es die Variante mit dem I nimmt und nicht die mit dem Y, aber ja, manchmal ist halt und manchmal ist nicht. So, Schwüre sind natürlich die Eide. Ich wüsste ein Wort, das reimt sich auf Eide. Aber das darf ich hier nicht. Nein, Quatsch. Könnte ich sagen. Ist ja kein böses Wort. Ist kein Schimpfwort. Manche benutzen es wahrscheinlich trotzdem als solches. Nämlich die Heide. Ja. Kennt man ja. Man wird öfter mal als Heide bezeichnet. Es stimmt, der Heide ist eigentlich eine Art Schimpfwort. Ja, ja, das meinte ich. So, griechisch in Olympia ist Gre. So, Nebenfluss der Lahn. Ar war das. Tatsächlich hatte ich vorhin schon mit mir gehadert, dass ich da Sar ohne, also mit nur einem A eingebe, aber das war irgendwie nicht so. So, oh, was, den Zuckerersatzstoff, da wäre ich wahrscheinlich irre werden damit. So, dafür aber die Metro. Ich glaube, da war ein Ära drin. Ja, genau. Erü. Oh Gott, nee. Ich weiß nur noch. Erythrin war das nicht. Erythrit. Meine ich doch. TTL ist der Titel, nicht TIT. Abkürzung Englisch ist auch schön gewesen, weil hier haben wir zum Beispiel Englisch Datennetz. Wobei man da nicht mal das Wort Daten braucht.
So, was haben wir hier noch? Eines Sinnes. Oh, das war komisch. Einig war das Wort. Die amerikanische Münze war wiederum einfach. Das war der Cent, der uns von dieser Lösung trennt. So, arabischer Vorname war der Ali. So, Heimzahlung ist die Rache. Wild um sich schießen ist ballern. Ja, oder wild saufen, wild trinken kann auch ballern heißen. Sänger war der Tenor. Und damit sind wir durch in fast schon Rekordzeit, aber eigentlich ja doch nicht. Weil, also ich wusste die Lösung und bin langsamer gewesen als meine Rekordzeit. Das muss man erstmal schaffen. So, jetzt hier tatsächlich, ich habe, also ich kenne die Lösung, das Lösungswort, ohne einen einzigen Buchstaben jetzt erraten zu müssen. Weil ich das Lösungswort schon kenne. Wow. Okay, und zwar, das Lösungswort zieht weiter und der Sultan hat Durst. So ist das nämlich. So, dann kümmern wir uns um das Lösungswort einfach nicht weiter. So, und das waren die Lamas. Ich kann ja mal versuchen, Sachen einzugeben, ohne auf die Fragewörter dazu achten. Oh Gott. Das war das. Das war Alkan. Hab ich echt die ganze Zeit nicht dran gedacht. Es gibt Alkale, Alkane. Arkane, nein, das ist was anderes. Arcane. Westafrikanischer Staat, den hatte ich zum Glück sogar schon beim Erraten des Lösungswortes im Kopf gehabt. Also, das hat hier ewig gedauert, tatsächlich das, auf das Lösungswort zu kommen, und ich habe keinen einzigen Buchstaben eingegeben, bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, ach, das heißt Karawane, das Lösungswort. Boah. So, Skandinavier war nämlich der Norweger. Ja. Kommunalbeamter ist der Landrat. So, Great Britain, Little Britain. Das wäre auch nicht schlecht. Irre. Einfach nur irre. So, das hier ist die REM-Phase, die hatten wir vorhin schon mal irgendwo. Die gab es zumindest in dem anderen Rätsel. Kann mich nicht mehr dran erinnern. Oh, hier, der Beiname von Jesus. Ich habe so lange gebraucht. Ich glaube, erst hatte ich den Esel raus, was das war. Dann hatte ich irgendwie Angola raus. Dann wusste ich also G und S. Strom bei elektrischer Energie war noch relativ einfach. Der kleine Junge hatte ich erst Bube gedacht, aber es ist ja Bubi. So, und dann dachte ich, okay, hier kommt ein E hin. G, S und dann B-E-T-E-R. Was soll denn das sein? Ja, und dann ist es mir irgendwann eingefallen, der Gesalbte. Boah. Ja, ist nicht so einfach gewesen. Und ihr habt es leider nicht mitbekommen. Es tut mir so leid. Was ich aber wusste, war Finnland. Suomi. Erst, ich habe es tatsächlich vorhin richtig ausgesprochen und dann Suomi geschrieben. Ja, Ski weiß ich jetzt mittlerweile, was das ist. Ansonsten. Eilt war hier noch für etwas ist dringend. Gejohle, das hat gedauert. Und das würde ich jetzt auch hier erstmal, also ich würde das mal so abarbeiten, mehr oder weniger, wie ich Sachen wusste. Anweisung war die Ode. Nicht Odövre, sondern Ode. So, okay, dann hatten wir den Federumhang, das war auch noch easy. Die Federboa ist das nämlich. So, bei der Bundesbehörde dachte ich erst so Bundesamt, BA. Falsch. So, dann war es AA. Tja, Bundesbehörden sind ziemlich AA. Ich glaube, die meinen das Arbeitsamt in dem Fall. Weil das ist die Abkürzung, die ich dafür kenne. Wobei das ja auch mittlerweile heißt, Bundesagentur für Arbeit. So, geologisches Zeitalter. Das wusste ich nicht. Geliebter von Julia war Romeo. Englische Anrede, Abkürzung ist Mister. Also, Abkürzung für Mister. Abhängen mit Kumpels war auch so ein Ding. Da dachte ich so, naja, chillen passt da nicht rein. Und dann haben wir hier aber noch ab davor. Und dann. Alkan hatte ich tatsächlich hier noch vorher nicht drin gehabt. Das habe ich jetzt früher eingetragen als in der letzten Aufnahme. Und dann
hatte irgendwie, da hätte auch abhängen wieder reinpassen können, aber nein, die meinen hier abchillen. Huch. So, das haben wir doch. Geologisches Zeitalter. Perm. Tja, wenn das so ist. Und der Lehrsatz. Ach, das Theorem, ja, um den Gesalbten irgendwann rauszukriegen, habe ich hier viel gemacht. Und das Theorem habe ich auch noch rausgekriegt, das weiß ich noch. So, beglückt war selig. Da. So, und Gegröl ist das Gejaule gewesen. Oder Gejole. So, und hier dachte ich, was sind denn dann hier die Schier? Blattel? Nee, Brettel war's. Ja, ja doch. Haha. So, was haben wir hier noch? Schöpferisch war natürlich kreativ. Das war wieder easy. Und, ja. Dann brauchen wir nur noch zwei Worte. Dickblättrige Pflanze. Na gut, nee, drei Worte. So, das ist die Agave. Und hier tatsächlich, da habe ich so gedacht, scheiße, schade, wollte ich sagen. Ich wollte nichts anderes sagen. Ich wollte sagen, schade, dieses Wort kennst du irgendwoher. Und ich wusste tatsächlich eher, wie es im Russischen geschrieben wird, als im Deutschen. Das Wort, was hier gesucht wird, ist Samovar. Oder wie auch immer. Das ist das Wort, was wir suchen, ist ein russisches Wort. Und es ist Samovar. Ja, genau so. So ungefähr. Und bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, dass ich vorhin stark, ja, weiß ich nicht, einen spanischen mit einem russischen Akzent vermischt habe. Oder dass generell mein Spanisch und mein vergleichsweise mäßiges Spanisch mit meinem vergleichsweise bescheidenen Russisch sich so irgendwie vermischen. Ich sollte vielleicht einer dieser beiden Sprachen abschwören und weiter Spanisch lernen. So, auf jeden Fall, das Wort ist Samovar. Habe ich zum Glück auch richtig gleich eingetragen gehabt. So, und bei dem letzten Buchstaben hier geht ein Gruß raus an den Christian, der ab und zu mal in Filmen mitspielt. Ja. Und damit haben wir es tatsächlich geschafft. Also, ja. Ich würde sagen, ich kann noch schnell mal was googeln von dem Zeug, was hier drin steht. Übrigens, diese Aufnahme dauerte jetzt gut nur die Hälfte von der anderen Aufnahme, die leider eine zu leise Stimme drin hatte. Deswegen da habe ich die einfach noch normal gemacht. Ich dachte mir, das tue ich euch lieber nicht an, wenn der die Musik alles übertönt. Und ja, dementsprechend hier eine Aufnahme in vernünftiger Qualität, aber leider mit weniger Gerätsel und mehr Gelaber. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Das wird nie wieder vorkommen, das mit dem Kreuzworträtseln. Nein. Da muss ich jetzt durch, wenigstens bis Folge 100 will ich gehen. Mal gucken, ob ich danach noch weitermache oder ob ich es dann etwas, ob ich dann wieder etwas kürzer trete. Auf jeden Fall googeln wir mal noch ein paar Sachen. Alkan. Da gibt es hier die Alkane. Also meistens tritt es in der Mehrzahl auf. Man redet immer davon und nicht von der Einzahl. Alkane, Alkene, Alkine, Alkyle, Alkohole etc. pp. Alles schönes Zeug aus dem Chemieunterricht zum Beispiel. So, was hatten wir noch? Perm? Na gut, gehen wir einfach mal. Eigentlich bräuchten wir eine Liste mit allen Zeitaltern, die es da so gab. Jura, Perm. Oder weiß ich nicht, ob Jura jetzt auch damit dazugehört. So, und ich zeige euch mal, was ein Samovar ist. Ah, sag doch mal, ist das ein Samovar? Samurai? Ja, auf jeden Fall, das ist ein Samovar. Und es war schön gewesen, auch noch einmal dieses Rätsel zu machen. Wenn auch schneller als bei der anderen Aufnahme, aber es war schön, es noch einmal gesehen zu haben. Es ist ein wunderschönes Kreuzworträtsel. Es ist, wenn ich es nur sehe, dann kann ich das mit Worten gar nicht ausdrücken, was da für Gefühle in mir hochkommen. Und ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich und hoffe, beim nächsten Mal klappt alles vernünftig, super und perfekt.
Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Rest vom Tag. Tschüss.